Hallo, moin aus Hamburg, liebe Porsche-Freunde. Hier steht ein wunderschöner Porsche 997S Coupé, weiß, schwarze Innenausstattung, drei Vorbesitzer. Und wer den Wagen mal konfiguriert, hat sich wirklich was dabei gedacht. Ja, der Wagen hat Sportmodus, Sport Plus Modus, hat einen Klappenauspuff, hat ein Sportfahrwerk. Und wenn man Sportfahrwerk einstellt, Sport Plus Modus fährt und dann die Klappe aufmacht, dann fährt man in die Ampel und es macht so weißt du, so ähnlich auf jeden Fall. Scheiße. War jetzt wieder lustig wahrscheinlich. Aber es hört sich so geil an, wenn du mit dem an die Ampel, das ist der Hammer, ja. Also ich bin den auf Achse, ich habe den gekauft letzte Woche, beziehungsweise am Freitag und bin ihn dann aus Frankfurt auf Achse hierher gefahren. Hat so einen Spaß gemacht. Ich habe das Auto gekauft von einer Familie, ganz total nett und sympathisch. Leider ist der Eigentümer schwer krank tatsächlich und hat mich dann gebeten, ob ich ihm den Wagen abkaufen kann. Das habe ich dann getan, weil er kann nicht mehr fahren und auf diesem Wege nochmal hoffentlich noch gute Besserung. Und ja, jetzt steht der Wagen hier bei mir. Der Wagen ist in einem top, top Zustand. Ja? Es ist alles picobello an dem Auto. Er ist Porsche-Scheckheft gepflegt. Also ich habe hier die ganze Mappe. Hat jetzt gelaufen 100, also das Einzige, was auf der Negativseite steht, wenn man es überhaupt negativ nennen darf, sind 133.000 Kilometer. So, aber der Wagen hat, und das zeigt wieder, dass er einfach in einem super Zustand ist, der hat noch bis Oktober 2021 Porsche Proof Garantie. Und die kann man sogar noch 4 Jahre verlängern oder ich glaube 15 Jahre, genau 2009. Wann ist er zugelassen? Sekunde. Erstzulassung 15.06.2009, jetzt dritte Hand und Historie hier, fetter Ordner mit Rechnungen und so weiter. Und in den Rechnungen ist auch eine Rechnung, da war mal eine Beule in der Tür, irgendwie aufgemacht, Tür, Beule, keine Ahnung. Und dann haben die eine neue Tür, ist ja zu Porsche, weil immer zu Porsche natürlich, bei Porsche neue Tür eingebaut, Tür lackiert und dann hat Porsche gesagt, okay, wenn wir die Tür machen, wir am besten die ganze Seite, dann ist es schön gleich. Haben sie die linke Seite lackiert, alles belegt von Porsche. Also nichts mit Unfall oder irgendwas, alles tipptopp. Ja? So, tolles Auto, das lege ich jetzt mal hier weg. Den ganzen Ragadatsch hier. So, und jetzt gehen wir mal rum. Also Haube, Erstlack. Ja? Man sieht hier keine Steinschläge, alles, also immer einer damit abschneiden, weil die Scheiben hier, die Gläser, alles tipptopp. Turbofelgen drauf, die Bremsen wie neu, hier ist kein Rand, kein Grat, gar nichts. Rote Bremszettel, die Reifen aus 2020, glaube ich, also wie neu, ja. Nichts dran, hier die Griffe, alles, was soll ich sagen, also unglaublich schönes Auto und hat einen Monster-Sound und mit diesem Sport Plus Modus natürlich richtig toll. Jetzt hier war, ich finde ja den Aufkleber immer schön, der Carrera 4S. Den kann man natürlich auch wieder rauf machen. Ich glaube, den werde ich noch organisieren, weil 911 ist zwar dezent. Wenn das einer möchte, kann man das so lassen. Ansonsten würde ich ihn auch nochmal mit dem anderen verkaufen. Parktonik, und es ist übrigens ein PDK. Also kein Schalter. Aber das ist ja bei anderen Modellen, wenn sie älter sind, schon ein großer Unterschied. Bei dem wollen viele sogar PDK, weil es einfach cool ist zu fahren. Ja, macht total, ist angenehm zu fahren. Kein Schiebedach, was auch viele wollen. Kein Heckscheibenwischer. Klassisch schöner Porsche, wie sich das gehört. Turbofelgen habe ich schon gesagt. Auch diese Seite, alles picobello. Ja, was soll ich sagen? Wir machen mal die Haube auf, gucken mal vorne rein. Einmal hier reingucken. Achso, hier sind noch die Nummernschilder drin, die muss ich jetzt nochmal abmelden gerade. Ja. Also alles ordentlich und tipptopp gepflegt, ja? Super. Gucken wir uns den Motorraum natürlich noch an, das müssen wir ja auch noch machen. Ist halt ein S, ne? Also ein bisschen mehr Dampf, 3,8 Liter Maschine. Super. Und immer Porsche-Zentrum, ne? Also nicht irgendwie eine andere Werkstatt. Und MK2, die habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, sieht aber ja jeder. Also, ne, das Facelift-Modell. Und ja. So, jetzt gucken wir mal rein in das Auto. Ja, jetzt im Auto. Also auch hier drin geht es so weiter wie draußen, wie es draußen angefangen hat. Ein top gepflegtes Auto. Hier sind keine Kratzer, kein nichts drauf. Ja. Hier sieht man Sport, Sport Plus, Sportfahrwerk,
Klappenauspuff. Wenn ich ihn gleich fahre, mache ich mal Sportfahrwerk an und mache mal Sport Plus und den Klappenauspuff an. Dann hört man mal, was hier abgeht. Und ja, ist nichts, also die Sitze tipptopp, nichts abge... Also manchmal kommen dann so Autos, die haben dann irgendwie vermeintlich 60.000 gelaufen und das Leder ist total hier runter. Dann denke ich immer, was soll ich davon jetzt halten? So sehen Sitze eigentlich aus, wenn der Wagen 130.000 Kilometer gelaufen hat. Glänzt ein bisschen, ich könnte ihn nochmal, ich habe so einen Lederspezialisten, der macht mir das Leder immer so, dann sieht der Wagen aus wie 30.000 gelaufen, macht er das so ein bisschen wieder, das Glänzende weg so ein bisschen, aber das muss auch nicht sein. Also hat die Memory-Sitze hier mit Lordose oder wie heißt das, Lordose noch dazu, also die, mehr geht nicht bei den Sitzen, elektrisch mit Memory, ja, ganz ehrlich, schwarzer Alcantara-Himmel, tolles Auto, wirklich. Und macht richtig Spaß zu fahren, total zuverlässig, nichts klappert. Der riecht gut, das ist ja auch immer wichtig, ja, dass Autos gut riechen. Alles picobello. Ja? In diesem Sinne würde ich vorschlagen, ich fahre den jetzt mal eine Runde. Und wenn Sie sowas zu verkaufen haben, rufen Sie mich gerne an, weil ich kaufe gerne Autos an und verkaufe die natürlich auch gerne Kommissionen. Aber Porsche, alt, neu, was auch immer, immer her damit. Ich freue mich. Cool, super, ich drehe eine Runde. Geht los? Geht los. Kurz, aber dieses kurze, es macht so einen Bock, ja, ohne Spaß, das ist so cool mit diesen Möglichkeiten, die man hier hat. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ob ich manchmal irgendwie Sinneswandlung habe, aber ich finde, also diese Cockpits sehen manchmal so cool aus, dieses Silber mit dem, weißt du, diese grauen Zahlen beleuchtet, einfach wunderhübsch, ja. Cool. So, jetzt machen wir mal aus hier den Wagen. Das geht auch, wunderbar. Tja, ich kann nur sagen, 997S steht bei mir in der Halle in Hamburg, kommen Sie gern vorbei. Kaufen Sie einen tollen Porsche und fahren dann schön mit einer Hammer-Tour wieder nach Hause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche Ihnen viel Spaß bei den anderen Videos von mir und meinen Newsletter gerne abonnieren bei YouTube. Und ich baue gerade eine neue Internetseite, die kommt dann auch demnächst. Das wird auch schön, die ist noch ein bisschen toller, freue ich mich. Dankeschön und Grüße aus Hamburg-Wetzel.